Alter, Mano. Aber die Sonne strahlt. I am starting the clean. Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich vor kurzem 28 geworden. Hilft aber nichts, weil ich will jetzt hier die Küche freimachen. Ahoi Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der 9.10.2022, es ist Sonntag, draußen scheint die Sonne. Ja Freunde, ich habe gute 4 Wochen meine eigene Küche nicht mehr gesehen, beziehungsweise allgemein Hamburg nicht mehr gesehen. Ja, wie einige von euch ja sicherlich mitbekommen haben, bin ich mit dem Fahrrad von München bis nach Athen gefahren, war dann noch ein paar Tage in Griechenland unterwegs und bin jetzt wieder zurück. Ja, das große Video dazu wird irgendwann November oder Dezember kommen. Ich will mir ein bisschen Zeit lassen mit dem Schnitt. Aber nichtsdestotrotz will ich euch jetzt die Woche auf so ein paar kleinere Vlogs mitnehmen. Vielleicht gefällt euch das auch. Was soll ich sagen? Ich hab's vermisst, selber mal wieder in der Küche zu stehen, selber mal am Herd zu sein. Ja, ich habe super gute Sachen gegessen, aber trotzdem, irgendwann macht es einen nicht mehr glücklich und man ist irgendwie unzufrieden. Aber deswegen habe ich mir gedacht, endlich mal wieder zurück in den eigenen 4 Wänden. Ja, in 2-3 Stunden verlasse ich auch schon Hamburg wieder. Nehme euch jetzt die ganze Woche mit, was wir so erleben werden. Fahrrad ist natürlich auch mit dabei, aber jetzt heißt es erstmal kurz noch Mittag machen. Heute gibt es einen schönen Kichererbsen-Spinateintopf mit, ihr seht es, Ingwer, Knoblauch, Möhren sind am Start. Ja, Freunde, Gemüsebrühe von Koro auch mit am Start. Mit dem Code JAMAN5 gibt es 5% auf alle Sachen von Koro. Falls euch also meine Videos gefallen, ihr das Ganze ein bisschen unterstützen wollt, checkt das gerne mal aus. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich freue mich richtig, jetzt mal wieder was zu kochen. Ingwer, Zwiebeln, Knoblauch, Möhren, alles klein gehackt. So Leute, Rieke mittlerweile auch mit am Start. Auto ist komplett bepackt, wieder bis auf den letzten Zentimeter. Jetzt ist 16.30 Uhr. Ja, und jetzt geht's gute 700 Kilometer Richtung Baden-Württemberg. Über die merkwürdige Geldflasche von Klaus Theodor keine Herkunft. Das hat alles nichts mit der Mord zu tun. Hat. Funktioniert. Freunde, einen wunderschönen guten Morgen aus Pforzheim. Schönen guten Morgen aus Pforzheim. Wir sind jetzt auf dem Weg und machen die erste Etappe der Schwarzwald-Panoramatour. Ja, jetzt erstmal hier irgendwie aus der Stadt raus manövrieren. Aber ich sage euch eins, nachdem ich durch Albanien gefahren bin, durch Griechenland mit tausenden Straßenhunden, bin ich sowas von tiefenentspannt, hier jetzt durch Deutschland durchzufahren. Ja, wir genießen jetzt einfach die Herbstsonne und sehen hoffentlich heute ein paar schöne Strecken. Ich freue mich. Ja man, gerade mal ein paar Kilometer aus der Stadt, aus Pforzheim raus und schon beginnen hier die schönen Trails durch den Wald. Ja, heute haben wir gute 75 Kilometer vor uns, dafür aber mit 1000 Höhenmetern. Ja, ich bin sehr gespannt auf die kommenden Tage. Ich glaube, das wird richtig schön hier. Und wir nehmen euch jetzt einfach Tag für Tag mit. Will mal was Neues ausprobieren, so ein bisschen mehr vloggen. Nicht immer nur diese großen Zusammenfassungen, sondern auch ein bisschen mehr zwischendurch zeigen. Könnt ihr gerne mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Und jetzt geht's hier erstmal richtig schön in die Herbstfarben. Diesmal habe ich einen Rucksack mit, Rika auch, weil wir beide unsere Laptops mit haben, weil ich ja von hier aus die Videos direkt schon schneide. Bisschen mehr Gepäck, aber ansonsten geht's voll klar. Ersten Anstiege nach oben. Und langsam kommt so schön die Sonne raus. Es wird auch recht warm jetzt. Einfach ein richtig schöner Herbsttag. Ja,
warum trägst du eigentlich bei 22 Grad eine lange Bibshot? Weil ich, naja, ich dachte, es wird kälter. Es gibt zwar sowas wie einen Wetterbericht, aber den habe ich halt nicht gelesen. Und deswegen ist mir so heiß, weil ich mein erstes die Hose mit habe, die ich auf Island getragen habe. Und ich bin so unterwegs, weil ich auch keine kurze Bibshot dabei habe, sondern nur eine Sporthose. Fuck. Leute, mein Reifen ist gerade explodiert. Alter Schwede. Oh Mann. Jo, Tjoven, war gar kein Problem mit der Steckachse, die rauszubekommen. Das lag daran, weil ich von meinem Gepäckträger noch eine andere Schraube davor hatte. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Da siehst du irgendwo einen Riss? Ach, du hast den Reifen schon direkt wieder runtergeruppt. Der ist nee, der ist runtergeplatzt einfach. Junge, was schon wieder für eine Kacke, Alter. Ich will einfach nur Fahrrad fahren, von A nach B. Ohne immer so ein Drama zu haben, Mann. So, Freunde, jetzt ein Schlauch hinten reingezogen, also tubeless, Alter, ich werde damit nicht warm. 45 Kilometer vor Uhr und so langsam geht's quasi nur noch nach oben. Die nächsten 30 Kilometer geht's eigentlich nur noch leicht bergauf. Bisher muss ich sagen, sehr, sehr schöner Weg. Wir haben uns jetzt überlegt, wir müssen mal kurz eine Runde was snacken, bevor es jetzt nur noch bergauf geht. Es fehlen jetzt noch 20 Kilometer oder so, 29 und noch 500 Höhenmeter. Ja, noch 130 Höhenmeter auf den nächsten 2,8 Kilometern. Aber die Sonne strahlt. Ja, die ganzen letzten Wochen alles Mögliche gesehen, aber kein Herbst. Also die Strecke hier muss ich sagen, traumhaft schön. Nicht so nah. Ah, geht gut hoch hier, ey. Ah, you can really dance. Wir hören wieder hier. Mano! Viereinhalb Kilometer von der Stadt entfernt. Ey, aber es ist so anstrengend, Mann. Alter, es geht hier nur bergauf. Ah, diese Höhenmeter, ey. Puh. Der Rucksack ist so schwer. Der Rucksack ist so schwer. Also. Ey, guck mal, wie ich schon wieder hier am Ölen bin, Alter. Die Strecke ist halt mega schön, also es ist super schön, aber es ist mit dem Rucksack hart anstrengend. Ich weiß schon, warum wir in Norddeutschland wohnen. Ja. 4 Kilometer noch, das werden wir doch wohl hinkriegen jetzt hier, Mann. Ich glaube, mir steckt einfach noch meine Reise in den Knochen. Vor allem habe ich nicht meine Radhose an, Alter. Mir tut der Arsch weh. Hier steppt der Bär. Freunde, wir haben es geschafft. 75 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Es war tatsächlich anstrengender als gedacht, Alter. Ich bin gut durch.
Auf jeden Fall. Ich müsste lügen. Ne, tatsächlich fallen mir 200 Kilometer auf dem Rennrad leichter, als sich hier durch den Wald zu manövrieren. Hatte aber auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ja, wir werden uns gleich noch ein bisschen Freudenstadt angucken. Wir werden auf jeden Fall uns was zu essen suchen. Na, jetzt erstmal duschen. So, Freunde, jetzt gerade die ganze GoPro-Footage rüberziehen. Ja, Freunde, wieder zurück im Hotel, eben nochmal richtig schön gegessen, das erste Mal Käsespätzle. Heute war ein richtig schöner Herbsttag, der erste Tag hier auf unserer Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War so ein kleiner Einblick. Jetzt regnet es gerade draußen richtig stark. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Aber morgen steht auch wieder richtig viel Programm auf dem Plan. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei der zweiten Folge einschaltet. Auf jeden Fall geht es jetzt an Videoschnitt und dann sehen wir uns morgen zu Tag 2 wieder. Bis dann. Ja, Freunde, fast vergessen, falls ihr das Video bis hin geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Helm in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Morgen soll es regnen, ich freue mich drauf. Wird nochmal ein ganz anderes Spektakel werden, aber wir haben auch mittags ein kleines Highlight. Da geht es hoch hinaus, aber nicht mit dem Fahrrad. Ich bin gespannt, wir sehen uns. Bis dann.